und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Klar, First Look, wir gucken uns das Renault Range T-Tuning-Paket von SCS heute mal an. Kostet 3,99 und gleich vorweg, heute Abend werde ich einen Livestream machen, nochmal über das Tuning-DLC und werde ein bisschen rumfahren mit dem Renault und werde dazu, weiß ich noch nicht so genau, einige... Codes verlosen an die Leute, die jetzt vielleicht nicht so die Kohlen in der Tasche haben, vielleicht an unser junges Publikum oder auch generell, ist auch wurscht, werde ich heute Abend einige Codes verschenken. In dem Fall 5 Euro Steam-Karten werde ich heute Abend verlosen. Genau, das machen wir heute Abend. Ne? Das bisschen Knoten in der Zunge, dass wir wieder ein bisschen was an die Community zurückgeben. Ihr wisst ja, ihr gebt mir immer ganz viel und heute Abend gebe ich euch auch wieder was zurück. So, das zudem gleich mal weg. Also heute Abend vormerken, wer da gerne dieses Tuning-DLC noch haben möchte, heute Abend Livestream und dann könnt ihr das gewinnen. Ne? Einige Male, so 10 Male oder so. Mal gucken wir. Schauen wir mal. So, wo sind wir? Genau, DLC, was gibt es überhaupt alles zu machen? Gucken wir uns ganz kurz die Bildchen an, bevor wir dann ins Spiel reingehen. Man kann schon sehen, hier Schmutzlappen, diverse Anbauparts und. Das schauen wir uns jetzt gleich im Spiel an. Bin schon richtig gespannt. Wie ein Flitzebogen. Hier, Leuchteschild. Sieht schon ganz schick aus. Ein Rucksack. Und diverse Anbauparts. Ne? Wie wir jetzt schwer erkennen können, meine Damen und Herren, seht ihr hier natürlich nur den Renault Range T. Die alte, ich schätze mal, sollte nur die alte sein. Und die Evolution. Und der Premium ist damit einfach ausgeschlossen. Der ist nicht mit am Start. Das gleich vorweg. So, ich habe natürlich auch ich habe hier natürlich einige Profis noch an der Hand, die schon ein bisschen getestet haben und schon die ersten Fehler entdeckt haben. Gucken wir mal, ob der Fehler da heute noch vorhanden ist. Wir gehen jetzt mal ins Spiel rein, aber so, die Bildchen sehen schon richtig gut aus. Wie schon gesagt, ich packe euch das alles unten in die Beschreibung, dann könnt ihr nochmal gucken, könnt ihr die Kombination testen, ausprobieren und wie schon gesagt, 3,99. So, jetzt gehen wir mal rein ins Spiel. Moment. Farbenbunt, da ist es. Also, wir haben jetzt hier den Renault Range Team, noch nicht die Evolution Variante. Ich habe mal alle Tuning Parts ausgeschaltet, also alle Anbauparts, die man so als Mods so kriegt, habe ich jetzt mal rausgemacht, ausgepackt, braucht man nicht, will ich nicht und einfach nur mal so, ne? Dass wir gleich mal testen können. Wir haben hier den Standard und natürlich die lackierte Variante, finde ich schon mal richtig gut, das gefällt. Hier haben wir dann auch nochmal, Moment, das ist die Evolution, sieht man hier. Und hier nochmal mit den LEDs. Das finde ich schon mal richtig gut. Ich bin ja so ein bisschen so Fan an den Spoilern, hier diese LEDs zu haben. Sieht schon mal richtig toll aus. Also da gibt es nichts. Von der Evolution-Variante haben wir hier nochmal, ich muss mal gucken, hier haben wir so Chrom. Sieht Chrom aus, ne? Ich gucke hier mal schnell. Nee, warte mal, falsch, nicht so. Ah, hier, das ist von außen dann nochmal hier. Genau, die Aussparung für den Evolution. Gut, wir lassen mal die Standard da, ne? Aber nur, dass wir so gesehen haben. Wir fangen jetzt einfach mal hinten an. Wir haben hier natürlich noch eine Mods-Auspuff-Anlage und die ist variabel. Hier haben wir noch Renault. Alter, was für ein Ding hier. Guck mal, hier sind das Lampen? Guck ich, bin gespannt. Und die sind auch. Oh, das sieht aber auch gut aus. Das sieht gut aus. Das gefällt. Damit kann man arbeiten, oder? Geil. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wir haben hier noch Satin-schwarze Abdeckplatten. Ich bin zwar nicht so der Fan von den kompletten Abdeckplatten, aber was ich gut finde, ist, dass wir hier in dem Fall nicht nur Chrom und so Zeug haben, sondern auch dieses Schwarze. Das finde ich gut. Das finde ich gut gelöst hier. Ne? So, Verkleidung. Wir haben hier Quarz. Was ist eigentlich Quarz? Was ist das? Ist das irgendwas Spezielles? Ist das so eine spezielle Tuning Evolution Dingsbums Firma oder was? Weiß das jemand? Falls jemand weiß, darf es natürlich gerne kommentieren. Standard lackiert. Auch hier sehr schön. Wenn ich jetzt mal die Standard Kunststofflackierung lasse, was haben wir denn da für Möglichkeiten? Oh, Black. Black finde ich gut. Black ist immer klasse. Black ist gut. Auch hier nochmal lackiert, finde ich auch gut. Das heißt, wenn du den LKW dann... Warte mal, wir haben ja Skins auch noch, ne? Lackiert, das ist Standard Chrome Ranger, ist klar. Die Seitenleiste war klar. Aber Black, ich finde, schwarze Teile finde ich immer gut. Die sehen richtig gut aus. So, was sieht's hier aus? Chrome lackiert. Hinten gibt es auch noch diverse Anbauparts mit Chrome. Ach, das ist ja an der Seite noch mit Chrome. Ja, da bin ich jetzt wieder raus. Aber alles Geschmackssache. Hinten der Popo. Ah ja, genau, wir haben neue LED-Scheinwerfer, ne? Habe ich schon gesehen. LED 2. Und hier, diese Variante finde ich richtig gut. Doppelte Rückleuchten finde ich auch richtig klasse. Was natürlich auch hier hervorsticht, sind die Kabel, die hier zu sehen sind. Sehr authentisch, sehr gut. Oder in dem Fall jetzt hier einfach die Standardlampen und zusätzlich nochmal eine Zusatz Stoßstange, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Oder eine Bumper-Variante, finde ich gut. Die Racing ist jetzt auch wieder nicht meins, genauso wie die Chariot. Sag mal so, Chariot ist auch nicht meins. Aber okay, wir lassen es mal. Ihr könnt da selber ein bisschen raussuchen und friemeln. Ne? Das passt. So, ansonsten gibt es natürlich auch die lange Variante.
Ja, ein Schmutzlappen, lackiert, chrom. Da bin ich mal gespannt, wann die ersten Skins dazu rauskommen. Wird nicht lange dauern. Da wird nicht lange zappeln, die Community. Die wird dann schon ganz schön schnell hier bauen. So, was haben wir noch? Tröten. Wir haben hier Renault 2 jetzt hier. Das sind neue Tröte. Neue Trötenvariante haben wir dabei. Wir haben hier noch Klassik rundumleuchten. Da müsst ihr aber oben den Spoiler mal wegmachen, sonst ist es nicht kompatibel. Ne? Also da müsst ihr aufpassen beim Spoiler. Zumindest nicht bei dem kleinen, beim Sleeper. Aber die wollen wir auch mitnehmen. Die wollen wir testen. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Das ist die maximale Lampenbügelgedöns. Passen die? Ja, die Tröten passen gerade noch so hin. The Boss. The Big Boss. Sieht auch gut aus. Boss lackiert. Hier noch Renault Truck. Die sieht auch gut aus. Sieht bestimmt gut aus, ne? Ui, das leuchtet. In Farbenbunt. Aber ich finde die lackierten so geil. Ich glaube, ich lasse das mal so. Gefällt mir. Muss mal gucken. Sonnenblende. Mit LEDs. Bam, 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 bam. Lackiert mit LEDs. Chrom-LED und das andere ist halt dann ohne Lampen. Wir nehmen natürlich mit Lampen, wir sind ja nicht hier, ne? Muss ja mit Lampen sein. Spiegel passt. Haben wir keine zusätzlichen Anbauparts, das bleibt jetzt mal weg. Was haben wir hier oben noch? Evolution, das ist lackiert. Und Chromleiste. Okay, ja gut, Standard halt, ne? Lackiert, was haben wir da noch? Renault-Logo hier oder hier Renault-Logo. Zack. So, gut, sieht gut aus. Dann haben wir da noch Steinschlagschutz. Mal schauen, was wir damit dabei haben. Renault. Da finde ich die kleine ein bisschen dezenter, finde ich fast besser. Ne? Weil sonst kommen die Schilder hier nicht mehr zur Geltung. Lassen wir mal. So, was gibt's noch? Hier diese Quarz. Ich weiß gar nicht, ich kenne das nicht. Mir sagt es nichts, aber sieht bestimmt gut aus hier mit dem Zeug. Muss man anschauen. Heckspoiler mit dabei. Renault. Ach, hier nochmal ein Schriftzug. Leuchtet es? Black. Da steht Black 2. Leuchtet es? Nee, ne? Das weiß man nicht. Ne? Sieht, aber hier könnte man schwer behaupten, es leuchtet. Will ich mal anschauen dann. Chrom. Lackiert gefällt noch besser. Aske sieht auch gut aus. Scheinwerfer. Xenon oder Standard. Hier haben wir noch Scheinwerferschutz mit am Start. Sieht dann so aus. Okay. Kann man machen. Muss man nicht. Lackiert. Grau. Dann haben wir natürlich die Evolution-Variante. Klar, logisch. Und Chrom und Chrom und Chrom. Oh. Kann man machen, wie man will. Was haben wir da noch? Black. Finde ich geil, warum haben wir jetzt Black Parts mit dabei? Also finde ich richtig gut. Ich bestehe ja voll auf dieses Black. Das ist hier diese neue Variante. Und da ist anscheinend ist da ein Fehler enthalten. Das heißt, wenn ihr, glaube ich, links blinkt, dann blinken die irgendwie mit oder so. Ganz komisch. Wenn rechts blinkst, dann eben nicht. Da müsst ihr mal aufpassen, müsst ihr mal testen. Da müsst ihr auf alle Fälle dabei sein. Geiler Bullenfänger hier in Schwarz. Das sieht doch gut aus. Da pfeift der Straps. Hawk Chrom sieht auch gut aus. Endlich mal ein Bullenfänger, der richtig was hermacht. Also der gefällt mir richtig gut. Mir fehlen zwar hier noch ein paar Slots, dass man ein paar Lampen einbauen kann, aber ne, schon nicht schlecht. So, Evolution, Chrom, normale Evolution ist auch klar, lackiert. Da gibt es dann hier nochmal diverse Parts oder verschiedene Varianten. Alter, ich sehe schon, da hat SCS mal wieder einen rausgegangen. Ja, finde ich gut. Als wäre die Evolution-Variante gewesen jetzt hier, das ist eigentlich falsch. Ne? Das ist auch die Evolution, Chrom. Cool. Hier kannst du noch ein paar Lampen anbauen. Wie schon gesagt, ich habe jetzt mal die ganzen Tuning-Sachen rausgemacht. Ich habe jetzt praktisch hier nur LCS-Anbauparts. So, hier Evolution ist klar. Nochmal, ne? Das haben wir zu sehen hier. Muss man dann dementsprechend ein bisschen umbauen. Aber ich glaube, das wisst ihr selber. Da war ich euch nicht erklären. Lackiert. Evolution in der Variante. Weil ich wollte es erstmal Standard testen, was noch alles kommt. Hier auch mit Chrom. Seht ihr selber als Video, die voll Bock auf Chrom haben. Ich sehe schon, wie die meisten dann, oder die mehreren Leute dann hier im SCS oder halt dann im Truckers MP, ist auch, geht jetzt mittlerweile auch wieder, dann wieder mit dem Renault rumheizen, wie die Verrückten. Ne? Wird nicht lange dauern jetzt hier. Wir haben ein Paint Pride, ist jetzt nicht so meins. Und Chrom nochmal, Rahmenschutzbügel. Und Bügel, wo da schon was dran ist, also ein paar Lampen. So, Renault, Schmutzlappen, diverse Möglichkeiten habt ihr hier. Sieht aber auch gut aus, Renault. Achso, ein Chrom, guck mal, hier sieht es. Ja, kann man sehen im Video, ne? Ja, genau. Sieht gut aus. Ja, ich lass mal lackiert. Cool. Ja, nicht schlecht, der Specht. Da haben sie mal wieder richtig hier Gas gegeben, ne? So, was haben wir da? Gibt es nochmal so einen Chromstreifen hier drin? Hier so. Oh, wer drauf steht, why not? Ne? Renault. Ah, komm, mach mal ran. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Heute ist es egal. 83 PS. Zu dem anderen Zeug kommen wir dann danach noch. Das ist lackiert. Evolution. Chrom. Komm, wir machen dann immer die Evolution, was ihr wünscht ist. Evolution, gibt es denn hier noch diese Verkleidung mit der Verbreiterung, die ich eigentlich ganz gut finde. Zack. So, die geht hier nochmal ein bisschen raus. Hier auch nochmal Kunststoff Evolution, Chrom. Nochmal Chromstreifen dazu.
Lackiert. Alter Verwalter. Gibt schon geile Sachen jetzt hier, ne? Also der Renault haut es schon richtig raus. Ich will jetzt aber gleich nochmal umschwingen auf die Sleeper-Variante. Das ist das, was interessiert. Wenn, wir müssen natürlich gucken, was haben wir dann oben, wie sieht es dann jetzt hier oben aus? Gerade Spoiler und so. Da müssen wir nochmal gucken. Genau, jetzt haben wir hier die Rundumleuchten. Lampen aus. Dann schauen wir hier nämlich. Genau, dann passt das nämlich besser auch mit dem Lampen. So, Evolution lackiert. So, genau. Dann sieht es schon mal besser. So, jetzt kommen wir das auch schon näher. Hier gibt es auch noch die Eckspoiler. Ein bisschen höher natürlich. Dann sieht es schon mal so aus. Da haben wir dann nichts anderes mit dabei. Bügel bleibt. Lackiert natürlich. Und jetzt The Boss LED. Das war chrom, ne? Jetzt kommen wir kurz zu den Skins. Wir haben hier natürlich, STS gibt es natürlich immer ein paar Skins mit. Schau mal. Also, wir haben hier Sleeper, klar, kannst du hier ein bisschen rumtunen Zeug. Jetzt kommen wir zu dem Tuning, zu den Skins. Die sind versteckt. Lasst mich mal so. Da. Black Diamond. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt. Uiuiuiui. Das gefällt Black Diamond. Das sieht gut aus. Haben wir noch was? Das gute Boss kennen wir ja, ne? Dann haben wir Renault Trucks Diamond Evolution. Oh, das sieht auch gut aus. Sieht auch hübsch aus. Alles hübsch. So hübsch. Da gibt es schon ein paar geile. Hier, die Echo Diamond gibt es auch noch hier nach Renault. Aber mir gefällt der Black Diamond fast besser. Geil. Geil, 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 geil. Da passen natürlich auch die ganzen schwarzen Anbauparts. Das muss man ganz klipp und klar erwähnen. So, gut. Dann haben wir jetzt hier das teilweise lackiert. Oh, lassen wir so, ne? So, was haben wir da nochmal? Das bleibt. Dann gehen wir hier nochmal hin und machen wir das. Renault. Das sieht Black 2. Ich lasse das mal. Ich weiß nicht genau. Man könnte auch Chrom. Das siehst du dann fast nicht mehr. Ich lasse mal Black 2. Ich würde mich interessieren, ob das leuchtet. Das ist so dargestellt. Es irritiert mich ein bisschen. Das macht mich knäckebrot. So, Evolution. Machen wir so. Da gibt es natürlich auch nochmal diesen Schutz hier. Aber den lasse ich mal weg. Kann man machen, kann man nicht machen. Jetzt muss ich hier bloß nochmal umswitchen. Genau so. Ah, sieht schon mal besser aus. Geil. Oh, sieht richtig gut aus. Ja, sehe ich schon. Das bockt Evolution natürlich hier oben. Die Tröten lassen wir dran. Das lassen wir dran. Geht natürlich noch gleich weiter ins Interieur. Die Black Parts lasse ich dran, weil die gefallen mir sehr, sehr gut. Die finde ich richtig stark. Und hinten lasse ich mal die Variante, die ich eh schon ausgewählt habe. Geil, 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 geil. Kann man auch natürlich hier wegmachen. Ne? Zack. Also, das gefällt. Im Interieur gehen wir mal da rein. Wie sieht es denn hier aus? Fangen wir hinten an. Wir haben natürlich diverse Schildchen. Die finde ich gut. Renault Rot, dann haben wir so Grau, ich weiß gar nicht genau, da muss man gucken. Renault und hier nochmal Renault. Ich glaube, ich will mir jetzt mal das hier auswählen hier. In Rot. Gucken wir dann mal. Renault Rückenlehne. Ui, da kannst du dich richtig, richtig, richtig reinchillen. Was haben wir hier noch? Decke. Gut, die Stecken sind Standard. Eine Renault, eine Matratze. Kann ich da nochmal hier ein Kissen drauf? Ah ja, kleine, kann ich ein Kissen drauf? Nee, kann ich kein Kissen. Das ist ja doof. Dann, nee, irgendwie die Matratze gefällt mir nicht. Die will ich jetzt nicht. Nee, das gefällt nicht. Drücken, okay. Aber eine Matratze. Ich komme mit der Matratze irgendwie nicht klar. Was mache ich mit der Matratze? Ja, das ist irgendwie komisch. Da kommt nochmal die Matratze. Die Hänge. Es sieht aus wie so eine Hängematte hier, ne? Matratze. Ja, was mache ich mit der Matratze? Da kann ich aber hier nichts mitmachen. Ne? Kann mir jemand erklären, für was man eine Matratze braucht, wenn ich hier eine Liegepritsche habe? Bin mal gespannt. Vielleicht weiß es ja jemand. Machen wir das wieder weg. Jetzt einfach mal ein Kissen hin und weiß ich nicht, einfach hier irgendwas mit Decke. So, beige Decke. So, hier, was haben wir da noch? Gibt es da noch irgendwas? Rucksack, genau. Hier den Rucksack, den habe ich schon gesehen. Renault Kühltasche, auch ganz fein. Obwohl ich mir die hier in der Mitte fast besser gefallen würde, dann komme ich besser ran. Jawohl, Renault Kühltasche. Und hier den Rucksack, wo meine Buchsen drin sind. Jawohl, was haben wir hier noch? Nicht mehr Lufterfrischer, Handyhalterung, Tablet. Was haben wir da noch? Das nicht. Schwenktisch. Oh, Schwenktisch ist cool. Schwenktisch ist very, very nice. Auch ein Tisch hier in schwarz. Ja, welchen nimmst du jetzt hier? Ich finde den Schwenktisch eigentlich ganz gut. Kann man den schwenken im Spiel? Nee, ne? Schade. Das wäre es noch fein gewesen. Gut, die Puppis lasse ich jetzt mal weg. Die habe ich vergessen auszuschalten. Die habe ich jetzt vergessen auszuschalten. Aber da könnt ihr ein bisschen Zeug hinstellen. Glaube ich, wisst ihr selber. Eine Renault-Taschenlampe. Taschenlampe ist immer gut. Michelin-Zeugbrille. Renault-Tasse. Auch ganz wichtig. Tschack. Was haben wir noch so? Renault Thermoskanne. Stellen wir mal dahin. Blub. Was gibt es hier noch so? Zack, da kannst du wahrscheinlich eine Wasserflasche reinstellen. Cool. Ah, es ruckt. So, Kabinen-DLC. Gibt es auch noch irgendwas? Nee, ne? Einfach nur Renault. Genau. Ja, gut, passt. Lass mal so im Raum stehen. Renault in Blau, in Schwarz, in Rot. Cool. Gefällt auch. Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Scania, oder? Ne? Ja, ne? Passt. Gut, was haben wir da noch?
Da noch was zugekommen? Nee, oder? Nee, gut. Würfel. Gut. Da noch? Nee, passt. Brauchen wir nicht. Navi brauchen wir nicht. Evolution. Auch mit die roten Nähte, das gefällt. So, mach ich mal noch Knüppel hin. Und dann sieht es soweit schon mal ganz cool aus. Also ihr seht, Haufen Zeug für 3,99 €, da kann man zuschlagen. Und also da keine Grenzen gesetzt, ne? Ich bestelle den jetzt einfach mal, weil ich will ihn jetzt so lassen, weil mir der sehr gut gefällt. Oh, warte, den Bullenfänger habe ich vergessen, den schwarzen. Moment. Genau so. Oh, cool. Ah, sieht schon geil aus, ne? Kannst du nichts sagen hier. Der gefällt. Ja, den werde ich mir jetzt auf alle Fälle mal kaufen. Bestätigen. Ah, warte mal, gibt's ja noch. Warte mal. Radcup ist 50, lass mal weg. Renew Radcup. Moment, gibt's hier denn auch irgendwelche Radkappen? Nee, oh, bin falsch hier. Warte mal, wir machen hier mal die Michelin-Reifen. Michelin-Reifen können wir nochmal dran machen hier hinten und da vorne auch. Hinten machen wir mal hier schön. Schön. Der schöne Michelin-Felgen dran. Ein Safety-Ring. DAF haben wir hier nicht. Nee, DAF haben wir nicht. Der falsche Wagen. PS-Leistung, wie sieht's denn da aus? Gibt's von bis 520 Pferde, ist glaube ich klar. Getriebe. 12 Gänge, alles mit am Start. Mir gefällt, sieht richtig gut aus. Also da bin ich schon sehr positiv überrascht hier über die ganze Geschichte. Chassis-Variante gibt es natürlich. Ach, 4x2 mit Extra-Tank. Müssen wir auch noch gucken. Oder muss ich das mal wegmachen? Das heißt, das wäre dann hier Extra-Tank. Das würde dann hier so ausschauen. Ansonsten, hier, das sind die Standardsachen. Ne? Und dann können wir hier wieder raufgehen und die Quarzplatte wieder drauf klöppeln. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel rein und gucken uns den Laster nochmal genauer an. So, wir sind da. Renault Range Ski jetzt mal getuned. Mit voller Hütte. Ah, sieht richtig gut aus, ne? Da kannst du nicht mehr gucken, die Lampen. Also, das gefällt mir alles richtig gut, ja. Das sieht auch schon mal richtig schick aus. Endlich mal eine Bumper-Variante, die sogar mir gefällt. Oh. Nee, Quatsch, haben sie gut gemacht. Machen wir mal die Zusatzlampen an, dass wir hier nichts vergessen. Dö. Ich habe bestimmt auch was vergessen. Bestimmt, ich kenne mich doch. Aber einfach nur mal so den groben Einblick, ne? Man sagt ja immer, the first look. Also, erst mal drüber gucken. Und dann mal schauen. So, was haben wir denn hier überhaupt alles dran? Ne? Wir haben hier verschiedene. Muss mal schnell gucken hier unten. Dass man es mal sieht. Hier haben wir unten nämlich auch. Guck mal hier. HS Schoch, ne? Accessory Parts. Da ist hier natürlich gleich mit gedacht worden, ne? Ansonsten hier oben nochmal hier Renault Trucks. Die neuen Rundumleuchten. Ich weiß nicht, die werden schon immer nur bei Renault dabei sein. Die Quarzplatte. Oh, sieht alles gut aus. Ah, gefällt mir. Also vor allen Dingen die Variante gefällt mir am allerbesten hier. Mit den Trailerkabeln. Das sieht richtig gut aus. Cool, cool, cool. So, was machen wir alles? Richtig, wir hupen mal eine Runde. Boah, die machen Sound. Die machen richtig Sound. Gehen wir mal über zum Lichttest. Das ist das, was interessiert. So. So, wir haben hier unser Standlicht und jetzt könnt ihr hier gleich im Interieur sehen hier dieses rote Schild, was ich mir ja ausgewählt habe. Und das interessiert jetzt auch. Das leuchtet hier nämlich schön rot aus und das finde ich richtig gut. Hier Master on the Road, the Power of Renault. Toll. Leuchtet hier schön rot aus. Das sieht doch klasse aus, oder? Hier noch ein paar Renault-Sachen von außen. Mal gucken hier. Diese kleinen Schildchen. Auch ganz fein mit dem kleinen Steinschockschutz. Sieht man das halt noch ein bisschen, ne? Mit dem großen ist das dann noch vorbei. Standlicht, so. Finde ich gut, oben das leuchtet auch ein bisschen mit, ne? Standlicht hier. Und Abblendlicht, gut. Da leuchtet, warte mal hier. Ach, wird da noch mal heller, ne? Fernlicht, ja gut. Geil, ah cool, rundumleuchten. Coole Sache. So. Auch hinten jetzt die Beleuchtung am Spoiler leuchtet richtig stark. So muss das sein, ey. Mega. Sieh schon, jetzt sind wir wieder ganz viele Renault-Fahrer hier. Oh, guck mal, wie. Komm hier. Das leuchtet, ey. Hau mir ab, hier. Ah ja, da gibt es übrigens die neuen Rückleuchten. Weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Die muss ich fast nochmal testen. Da gibt es nämlich so neue Rückleuchten. Achso. Moment, können wir noch mal gucken. Pass auf, da gibt es nämlich noch mal die neuen. Die neuen Rückleuchten. Ne? Pass mal auf, was sind wir denn hier? Nee, da, nee, Quatsch. Da sind wir, falscher Knopf. Die LED 2, ne? Das sind die hier. Finde ich schade, dass die da nicht kompatibel auch mit der Diva sind. Aber okay, oh, ist wie es ist. Man kann nicht alles haben im Leben. Ne? Gibt es eigentlich noch andere Scheinwerfer? Ich habe gedacht, da gibt es noch mal
Irgendeine Variante ausrutscht. Ach nee, warte mal. Stopp. LKW-Konfigurator. Jetzt wollte ich euch den anderen, den Bullenfänger nochmal zeigen mit dem, die hier. Mit diesem kleinen Fehler. Ich hoffe, dass, vielleicht ist es sogar schon gefixt worden. Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal gucken. Ich hatte schon wieder ein Update von seitens SCS. So, schauen wir mal. Also wir machen hier, da haben wir nämlich hier den vorne, genau, sieht ihr das? Blinkt halt vorne mit. Und wenn ich jetzt rechts blinke, sieht ihr das? Ja, und links nicht. Das ist halt der Fehler, der halt noch hoffentlich behoben wird, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Ne? Ansonsten ist es halt auch so Fernlichtgedönschen. Das sieht ganz cool aus. Aber naja, so, das sind unsere neuen Rückleuchten auch hier. Bremse, sieht gut aus. Und dann hier. Sieht gut aus, oder? Toll. Also tolle Rückleuchten. Die machen doch was her hier, ne? Und vorne, wie gesagt, der Fehler, ja, mein Gott, muss man halt beheben, ne? Logisch. Ja, das, meine ich, war jetzt erstmal so grob der First Look, also das, was ich euch so präsentieren kann, was ich euch so mal zeigen kann, wer es noch nicht gesehen hat, für 3,99 ist auf alle Fälle ein guter Preis, ist nicht teuer und man hat einen Haufen Zeug mit dabei, von Skins bis sämtlichen Tuning-Parts, Anbauparts, die richtig gut geworden sind. Die gefallen mir richtig gut, von den Rückleuchten bis eigentlich alles hier. Ist nichts dabei, wo ich sage, ist jetzt vielleicht nicht meins. Klar, Chrom mal abgesehen davon. Aber ansonsten sieht das richtig, richtig gut aus. Da kann man echt nicht meckern, ne? Weiß nicht, was sagt ihr dazu? Haut mal raus in den Kommentaren. Preis, für, wie schon gesagt, absolut gerechtfertigt. Und nicht vergessen, heute Abend, ich stelle den Livestream nochmal rein. Heute Abend könnt ihr dann 10 mal, ich werde es, glaube ich, 10 mal raushauen, 5 Euro Guthaben haue ich heute Abend raus. Dann könnt ihr euch dieses DLC kaufen und habt sogar noch 1 Euro plus. Ho, 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 wie cool. So, das machen wir heute Abend. Bisschen was an die Community zurückgeben, ne? Klar, muss sein. So, dann wisst ihr Bescheid. Falls noch Fragen sind, dürft ihr das natürlich gerne kommentieren. Entweder hier im Video oder natürlich im Blog oder im SCS. Klar, im SCS-Blog unten in den Kommentaren. Da darf man kommentieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Renault-Tuning-DLC. Und wie schon gesagt, wer es nicht hat, schaltet heute Abend ein beim Livestream. Dann könnt ihr das gewinnen. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Genau, Vatertag, schönen Vatertag noch und heute Abend sehen wir uns dann im Livestream. In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.